Passengers Thomas, Katrin and Emilia Meyer-Brandle, please proceed immediately to check-in counter 42. Alles in Ordnung mit euch? Emilia, du kannst es uns ruhig sagen. Was denn? Na, was passiert ist bei euch Schreckliches? Aber es ist nichts passiert, gar nichts. Und warum hast du dann deine Schultasche vergessen? Weil wir verreisen. Movistar, Movistar, da, da, da. Trallalabad, Trallalabad. Trallalabad. Genau dahin fahren wir. Ich lerne ein anderes Land kennen, andere Menschen. Ich finde neue Freunde. Du brauchst keine neuen Freunde, du hast uns. Ich erweitere meinen Horizont. Sag das deine Mutter. Ja, und Papa sagt, es ist eine tolle Erfahrung. Du glaubst das alles? Ist doch geil. Seht mich an, hier Leute von Trallalabad. Mein bester Freund Linus hat mich gewarnt. Ich könnte jetzt mit ihm zu Hause sein und Pirat spielen oder mir ins Löwenzahn stecken. Linus! Aber ich wollte nicht auf ihn hören. Du bist nicht mehr mein Freund. Was? Warum? Was kann ich für die Zustände in Trallalabad? Du willst mir Angst machen. Aber du hast doch uns. Ihr seid hier und ich bin dort. Du bleibst hier und kannst bei meinen Großeltern wohnen. Und ich fliege mit deinen Eltern mit nach Trallalabad. Ich habe doch schon dreimal gesagt, komm, das macht bitte das Foto von uns. Ja, dann soll er es eben noch einmal schicken. Ja, natürlich. Das ist aber Blödsinn, das merkt doch dein Vater. Aber das ist ja der kleine Italiener von der Pizzeria im Straßenhof. Ich bin nicht klein. Warte nur, bis ich bitte fertig bin, dann bist du so klein. Oh, Emilia, wo bist du, mein Kind? Weißt du, was ich am schönsten finde, wenn ich bei Renzo esse? Ja klar, den geilen Pizzaboden. Also ich meine den dünnen, ultra-krossen. Der ist geil. Dass dann alle gemeinsam am Tisch sitzen. Und es gibt nur den Tisch, das Essen und die Familie. Nichts sonst. Und alles läuft so langsam, dass man denken könnte, man muss gar nichts mehr schaffen an diesem Tag. Keine Geige, kein Bottichieren, keine Spülmaschine, genau. Keine... Familie. Deshalb muss Emilia mit. Aber Schatz, wir haben unsere Handys doch ausgeschaltet. Du hast versprochen, du kommst mit uns mit. Und wir haben versprochen, die ersten zwei Wochen sind Urlaub ohne Ende. Achtung, Achtung! Aufruf für Passagiere Thomas, Katrin und Emilia Meyer-Rendle. Adi!